Manchmal entsteht aber eine Angst, auch deswegen, nicht wegen deiner eigenen Schwäche, unabgesehen davon, ob man jetzt schwach ist oder nicht, aber wegen deiner Erkenntnis oder deines Wissens über die Glorie, die Herrschaft, die Herrlichkeit, die Macht deines Gegenübers. Das ist eine andere Form der Angst. Und das ist die Angst, die man über Allah Ta'ala haben sollte. Denn wenn der Diener begreift, dass Allah Ta'ala, wie das im Hadith von Ibn Majah überliefert wird, im Hadith von Zayd ibn Thabit, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Zayd ibn Thabit hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören: "Law anna Allah azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi lam yakun zaliman lahum. Walau rahimahum kanat rahmatuhum khayran lahum min a'malihi." Würde Allah Ta'ala die Bewohner der Himmel und die Bewohner der Erde bestrafen, hätte er ihnen kein Unrecht angetan. Und würde er sie erbarmen, wäre sein Erbarmen besser für sie als ihre Handlung. Das heißt, ihre Handlungen werden dem Erbarmen oder der Gabe Allah Ta'ala nicht gerecht. Und würde er sie alle bestrafen, wäre er dennoch im Recht gewesen, hätte ihn damit kein Unrecht angetan. Daraus können wir auch ableiten, dass die Furcht eines Menschen, die Ehrfurcht, die Angst eines Menschen, die er hegt gegenüber Allah Ta'ala, von seiner Erkenntnis und seinem Wissensstand über ihn abhängig ist. Daher sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte im Hadith: "Inni a'rafukum billah wa ashaddukum lahu khashya." Ich bin der unter euch, der das meiste Wissen über seinen Herrn hegt und der die meiste Furcht im Herzen trägt, Furcht im Herzen vor Allah Ta'ala. Deswegen sagt auch Allah Ta'ala im Koran, er sagt: "Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama." Furcht, Ehrfurcht vor Allah haben nur die Ulama, die das Wissen über Allah Ta'ala haben. Daher sagten auch einige der Salaf in Bezug auf diesen Vers, sie sagten, das Wissen ist nicht viel auswendig zu haben, viel auswendig zu können. Offensichtliches Wissen, was man so als Wissen bezeichnet. Wissen ist die Khashya. Al-ilmu al-Khashya. Wissen ist Furcht vor Allah Ta'ala. Dazu sollte das Wissen führen. Ich habe schon mal erwähnt, dass es einen Unterschied zwischen Khauf und Khashya gibt, wenn ihr euch noch erinnert. Erinnert ihr euch oder nicht? Allah Ta'ala sagt hier nicht, Khauf haben vor Allah nur die Ulama. Er sagt, Khashya haben vor Allah nur die Al-Ulama. Aber wir kommen dazu nochmal zurück. Also wenn dein Erkenntnisstand über Allah Ta'ala vollkommener wird, verursacht diese Kenntnis Furcht. Furcht im Herzen, Ehrfurcht im Herzen vor Allah Ta'ala. Und das lässt natürlich, diese Ehrfurcht in deinem Herzen wirkt sich natürlich auf dein Handeln, auf dein Wirken, auf dein Verhalten, auf deinen Körper. Das lässt überall Spuren ab. طيب. Und daher sagten einige der Ahlul Ilm, sie sagten, man khafa Adlaj. Man khaf Adlaj. Adlaj heißt in der Nacht aufbrechen. Wer fürchtet, der bricht in der Nacht auf. Was meinen Sie damit? Wer fürchtet, der bricht in der Nacht schon auf. Sie meinen damit, also das ist, man kann das metaphorisch verstehen, damit ist gemeint, dass wer Furcht hat, zu den Taten eilt. Dazu eilt, seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Denn wer beispielsweise fürchtet, dass ein Feind auf ihn, an seinen Ort oder in sein Haus einbrechen wird, dass eine Invasion stattfinden wird, der wird nicht warten bis zum Morgen. Der wird nicht sagen, warten wir, bis die Sonne aufgeht, bis der Tag hell ist. Er wird sofort schon in der Nacht aufbrechen. Und deswegen sagten einige andere, er sagte, ليس الخائف ومن يبكي ليس الخائف
Man yabki oder man baka, innama al-kha'ifu man taraka ma yaqdiru alayh. Der Al-Kha'if, jemand, der Furcht hegt im Herzen, ist nicht der, der weint. Der, wer Furcht hat, das ist der, der Dinge unterlässt, zu denen er eigentlich imstande ist. Also der Taten unterlässt, zu denen er imstande ist. Das ist der Al-Kha'if.